Die meisten in meiner Gruppe haben eine Ausbildung, aber einige haben sie wohl abgebrochen. Sie gehen an die Front und entscheiden über Leben und Tod. Sie sind nicht dumm. Einige mochten die Schule nicht und hatten andere Ambitionen. Aber die meisten haben die Schule besucht. Sie sind in der Lage, das zu entscheiden. Du ziehst nicht in den Dschihad, weil es dir jemand sagt. Gibt es einen Tag an der Front, den du nie vergisst? Oder einen besonderen Tag? Wir waren 3 Monate an der Front und wurden Tag und Nacht pausenlos bombardiert. Aber um angreifen zu dürfen, mussten wir auf den Befehl unseres Anführers warten. Es ging um Sieg oder Tod. Unser Bruder wird sich hier in die Luft sprengen. Die Frontspitze stürmt das Gebäude dann aus Richtung des Krankenhauses. Ich wachte müde und zerschlagen auf. Ich wollte nach Hause, eine Dusche nehmen und ins Bett. Aber dann ging's los. Wir griffen an. Die Front. Was ist das? Inzwischen ist beinahe das ganze Land Kriegsgebiet. Sogar an den Grenzen zur Türkei und dem Libanon wird gekämpft. Die Front ist überall. Weg vom Fenster. Achtung, Soldaten! Wir griffen nochmal an, bis jemand rief, es ist vorbei. Die Menschen jubelten, schossen in die Luft und riefen, Allah ist allmächtig. Einige Brüder fuhren in Panzern mit feindlichen Flaggen vor. Es wurde eine Party. Alle sammelten Kriegsbeute und waren sehr ausgelassen. Wenn du kämpfst, legst du einen Schalter um. Wir sind wie ein Mann. Und wenn wir zurückkehren, gebe ich bei meiner Frau und meinen Brüdern den Spaßvogel. Du musst diesen Schalter umlegen können. Wenn ihr Assad besiegt habt, ist der Dschihad dann zu Ende? In Syrien herrscht noch Krieg. Unser Ziel ist es, Assad zu bezwingen. Erst danach können wir den Islamischen Staat wieder aufbauen. Jetzt ist das noch nicht möglich. Und Assad ist nur ein Diktator. Wenn er weg ist, sitze ich nicht rum. Dann geht es erst los. Ich gehe dorthin, wo der Dschihad ist. Heute Syrien, morgen vielleicht Marokko. Zur Not bis ans andere Ende der Welt. Wenn ich nicht gehe, dann meine Kinder oder Enkel. Der Dschihad dauert bis ans Ende aller Zeiten. Syrien und andere Staaten des Morgenlandes sind jetzt Sammelplätze für das Paradies. Den Aufrechten steht das Tor zum Paradies weit offen. Auf einen Mann, der Gutes getan hat und für Gottes Sache zum Märtyrer wurde, wartet die höchste Belohnung. Das Paradies. Wenn Gott mich als Märtyrer akzeptiert, darf ich mit 70 anderen eintreten. Meinen Eltern und meinen Brüdern, meiner Frau und den Kindern. Ich kann mit 70 Leuten ins Paradies einziehen.
Durch mich sind ihre Sünden vergeben. Ich weiß nicht, wo mein Sohn ist, aber ich spüre, dass er noch lebt. Und ich bete zu Gott, dass er unverletzt heimkehrt. Ich vermisse ihn. Wir sterben, um zu leben. Erst wenn ich tot bin, beginnt das Leben. Das hier ist nur eine Übergangswelt. Wie lange lebt man? 50, 60, 70 oder 100 Jahre? Am Ende stirbst du. Und dann beginnt ein Leben ohne Zeit, in dem alles ewig wird. Du bist ewig glücklich oder ewig unglücklich. Ich möchte sterben, um meinen Gott zu sehen und das wahre Leben zu beginnen. Du kämpfst, um zu sterben, damit dein wahres Leben beginnt? Ist das nicht sehr egozentrisch? Warum sollte es? Ich sterbe für die Menschen um mich herum, für meine Mutter zum Beispiel. Ich kann am jüngsten Tag für sie sprechen, wenn über alle Menschen gerichtet wird. Aber einem Märtyrer werden die Sünden vergeben. Was sagst du? Oh mein Gott. Ja, mach ich. Zwei Freunde sind tot. Wir brachten einige ihrer Gruppe gestern ins Krankenhaus. Wie ist das passiert? Ein Heckenschütze hat beide erschossen. Sie alle schließen sich den Mujahedin oder der Freien Armee an. Zu viele. Sie kommen als Einwanderer und wir behandeln sie respektvoll, nehmen sie in unserer Mitte auf. Sie kommen von weit her, um mit uns zu kämpfen, aber es zeigt sich, dass sie schlechte Absichten haben. Sie wenden sich gegen uns, bestehlen uns und Gott weiß was noch. Es sterben immer mehr Märtyrer. Aber jetzt ist es genug. Das Problem ist, Märtyrer sterben, Menschen sterben. Und sofort treten andere an ihre Stelle. Das Land ist am Ende, verstehst du? Was können wir tun? Hast du deine Waffe dabei? Ja. Wenn die Kämpfe am heftigsten werden, gehst du immer weg. Vier Brüder sind weg. Wenn du gehst, bin ich alleine. Schau, wie Mama dort sitzt. Ja, sag ihm, wie sehr wir uns wünschen, dass er bei uns bleibt. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Wenn du stirbst, machen Mama und ich Selbstmord. Hörst du? Mama? Und? Gehst du? Natürlich. Es ist wichtig, dass ich gehe. Lano.
Meine Kinder sind noch klein, deshalb will ich stark sein. Ich will meinen Kindern Kraft geben. Aber wenn sie schlafen, dann weine ich. Ich kann nicht schlafen und gehe im Haus auf und ab. In die Küche, dann in ein anderes Zimmer. Ich finde keine Ruhe. Ohne Ahmad wäre meine Welt leer. Es gäbe kein Licht in meinem Leben. Ich muss gehen. Gib mir noch einen Kuss. Gibst du mir auch einen Kuss? Nicht weinen, mein Schatz. Genug, genug. Nicht weinen, Asil. Längst greifen auch die großen Weltmächte in die Konflikte auf syrischem Boden ein. Wie auch immer dieser Krieg weitergeht, das Töten und getötet werden, es nimmt so bald kein Ende. Vielleicht hast du keine Angst zu sterben. Aber was ist mit denen, die zurückbleiben? Deine Frau ist schwanger, du bekommst ein Kind. Was sagst du ihm, wenn du gehst? Ich würde ihm sagen, mein Sohn, dein Vater ist ein Mujahid und er hat diesen Weg gewählt. Dein Vater kam von weit her. Und er möchte, dass du den gleichen Weg gehst wie er. Denn dein Papa ist viele Wege gegangen, die nirgendwo hinführten. Er möchte dich vor vielem bewahren. Ich will das Beste für dich. Also sei nicht traurig, sondern glücklich. Im wahren Leben werden wir für immer vereint sein.